بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، Wir sind immer noch mit dem Buch دروس اللغة العربية، und wir sind jetzt bei der 22. Lektion الدرس الثاني والعشرون. Und hier werden wir mehr über den ممنوع من الصرف lernen. Den wir die ganze Zeit immer hatten. Und fangen wir mit dem Text an. Hamidun Tabibun. Hamid ist ein Arzt. Zawjatuhu Mudarrisatun. Seine Ehefrau ist Lehrerin. Ismuha Aminatu. Ihr Name ist Amina. Und hier haben wir schon den ersten Memnur minus Sarf. Anstatt Aminatun haben wir Aminatu gesagt. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Er hat vier Söhne, hum Hamzatu wa Uthmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Und hier achten wir auch, oder hier merken wir auch, dass alle Mamnu minus Sarf sind. Also sie haben kein Un am Ende und jeder hat seinen eigenen Grund, was wir gleich lernen werden. Ahmadu wa Hamzatu Talibani. Ahmed und Hamza sind Studenten. Ahmadu Talibun Mujtahidun. Er ist ein fleißiger Student. وحمزة طالب كسلان. Und Hamza ist ein faulender oder fauler Student. Und hier haben wir wieder كسلان und nicht كسلان. قال يوسف. يوسف sagt: عندي خمسة أقلام. Ich habe fünf Stifte. هذا قلم أحمر. Das ist ein roter Stift. أحمر und nicht أحمر. Ich meine أحمر und nicht أحمر. وهذا قلم أزرق. Und das ist ein blauer Stift. وهذا قلم أخضر. Und das ist ein grüner Stift. وهذا قلم أسود. Und das ist ein schwarzer Stift. وهذا قلم أصفر. Und das ist ein gelber Stift. Also rot, blau, grün, schwarz und gelb. قالت زينب. Zainab sagt: عندي مناديل كثيرة. Hier haben wir auch Manadilu. Ich habe viele Taschentücher. Hada abiyadu. Das ist weiß. Wahada asfaru. Und das ist gelb. Wahada ahmaru. Und das ist rot. Wahada azraku. Und das ist blau. Wahada akhdaru. Und das ist grün. Qalat laha Fatimatu. Also Fatima hat ihr gesagt: عندك منديل أسود. Hast du einen schwarzen Taschentuch? قالت لا ما عندي منديل أسود. Nein, ich habe keinen schwarzen Taschentuch. قال طلحة. طلحة sagt: عندي مفاتيح كثيرة. Ich habe viele Schlüssel. هذا مفتاح الغرفة. Das ist der Schlüssel des Zimmers oder des Zimmerschlüssel. وهذا مفتاح الحقيبة. Und das ist der Schlüssel der Tasche. وهذا مفتاح السيارة. Und das ist der Schlüssel des Autos. قال سفيان. سفيان sagt: في بلدنا مساجد ومدارس كثيرة. In unserem Land gibt es viele Moscheen und viele Schulen. وفنادق قليلة. Und wenige Hotels. أهؤلاء أطباء. Sind das Ärzte? لا هم مدرسون. Nein, das sind Lehrer. وهم علماء كبار. Und das sind große Gelehrte. Jetzt auf der nächsten Seite haben wir dann الممنوع من الصرف. Der ممنوع من الصرف. الأنواع الآتية من الأسماء ممنوعة من الصرف. Also die kommenden Wörter oder Namen sind Memnur minus Sarf verboten vom Konjugieren oder vom Ändern, sozusagen. Wir haben als erstes die erste Kategorie: Zainabu, Maryamu, Fatimatu, Aishatu, Makkatu, Juddatun oder Juddatun. Und die sind Memnur minus Sarf, weil das weibliche Namen sind. Und weil sie weibliche Namen sind, kann man nicht unsagen. Also Tenuin geben.
Und dann gibt es eben die männlichen Namen, die aber einen Terma-Mutter haben, also wörtlich gesehen, von den Buchstaben aus, ist es weiblich. Und deswegen sind die auch mit dem Nominus Sorf, wie zum Beispiel Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu, Talhatu. Und dann haben wir die andere Kategorie, die dritte, die sich in zwei teilt. Die Wörter, die sich in dem Wazn, also der Waage von Fa'lan, vergleichen. Wie zum Beispiel Othman. Othman, Affan, Sufyan, Marwan, Nu'man. Und hier merkt ihr immer, dass der erste zum Beispiel Dhamma hat. Oder, okay, also Mutaharrik ist, entweder Kesra, Fetha, Dhamma hat. Und der zweite dann eben Sukun hat. Uthman. Und dann nachher eben Fetha wieder. Und am Ende dann Nun. Und das ist eben wie Fu'lan. Oder Fa'lan. Beides. Und weil das eben in dieser Form ist, ist es eben im Nominus Sarf. Uthmanu, Affanu, Sufyanu, Marwanu, Nu'manu. Das sind die Namen. Und wenn es Eigenschaften sind, wie zum Beispiel Keslanu, faul. Ju'an, hungrig. A'atschan, durstig. Shab'an, satt. Mel'an, voll. Wenn das Eigenschaften sind oder Namen sind, dann ist es beim Nominus Sarf, wenn natürlich sie in dieser Form sind wie Fa'lan. Okay, jetzt kommen wir zur vierten. Zur vierten, die Namen oder die Adjektive, die auf Af'al sind. Ala Wazn Af'al. Wie zum Beispiel Ahmed, wie Af'al. Anwar, Af'al. Akbar, Af'al. Ahsan, Af'al. Ahmed ist Name. Anwar könnte man auch als Name benutzen. Akbar, größer. Ahsan, besser. Und dann her eben die Eigenschaften. Und meistens ist es eben wie die Farben. Abiyadu, was wir weiß gesagt haben. Eswadu, schwarz. Ahmaru, rot. Asfaru, gelb. Akhdaru, grün. Azraqu, blau. Und danach haben wir die fünfte Kategorie. Und zwar die Namen, die nicht arabisch sind. Wie zum Beispiel William. William ist kein arabisches Wort oder kein arabischer Name. Edward, London, Paris, Pakistan, Bagdad, Ibrahim. Ibrahim ist kein arabisches Wort. Ismail, Ishaq, Jakub, Yunus, Yusuf. Die sind auch mit dem Nominus Sarf. Also die Namen, die nicht arabisch sind. Und dann haben wir die sechste Kategorie, die sich in vier teilt, und zwar Adjektive, die bestimmte Awzan haben, bestimmte Wiegen haben. Wie zum Beispiel Af'ala, wie Aghnia, reich, Asdiqa, Freunde, Aqwiya, also reich für Mehrzahl, Aqwiya, starker für Mehrzahl, Atibba, Ärzte. Und dann Wörter, die zum Beispiel, wir hatten Af'ala und jetzt Fa'la, Fuqara, Armer, Uzara, Minister, Zumala, Freunde oder Kameraden, Ulama, Gelehrter. Und dann haben wir Wörter, die bei Mafa'il, also die sich wie Mafa'il ähneln, wie zum Beispiel Masajid. Nicht Mafa'il, sondern Mafa'il. Als erstes Mafa'il. Masajid. Wie Mafa'il, Moscheen, Madaris, Schulen, Fanadiq, Hotel, Makatib, Schreibtische, Daqa'iq, von einer Minute, Minuten. Und dann am Ende eben Mafa'il, wie Manadil, Taschentücher, Mafatih, Schlüssel, Fanajin, von Finjan, Teetasse, Karasi, Mafa'il, okay. Karasiyu, Stühle. Natürlich, deren Singular gehört nicht dazu, nur im Plural. Und somit sind wir dann mit der Aufgabe fertig. Kommen wir jetzt zu den Tamarin. Bei den Tamarin müssen wir auf die nächste Seite gehen. Und dort haben wir dann eben die Wörter. Also, dass ich jetzt schon sage, ich gucke jetzt in der neuen Auflage, deswegen kann es sein, dass es vielleicht ein bisschen anders ist als der alten Auflage.
Wir haben zum Beispiel das erste Wort Muhammad. Also wir sollen jetzt diese Wörter, die wir jetzt haben, entweder un geben oder u geben. Muhammad sagen wir Muhammadun. Khalid, Khalidun. Maryam, Maryamu, weil das weiblich ist. Fatimatu, weiblich. Abbasun. Hamzatu, männlich, aber das Wort ist weiblich. Masajidu, weil es auf Mafa'il ist. Kutubun. Aqlamun. Manadilu. Taschentücher. Mafa'il. Oder Mafa'il. Buyutun. Häuser. Zumala'u. Kameraden. Landanu. London. Sophia. Sofianu, weil es auf Fu'la'u ist. Hamidun. Ahmadu. Ibrahimu. Mekkatu. Zainabu. Asdiqa'u. Mudarrisatun. Mahmudun. Baghdadu. Jamilun. Kabirun. Akbaru. Mujtahidun. Tawilun. Kaslanu. Tullabun. Fuqara'u. Aliyun. Pakistanu. Ammarun. Und Sayyaratun. Ahmaru. Ismailu. Barisu. Babun. Qalamun. Madarisu. Juddatu. Mafatihu. Madrasatun. Mal'anu. Makatibu. Qaribun. Usamatu. So, und dann gehen wir zu den neuen Wörtern. Al-Kalimatul Jadidatu. Finjanu. Und der Plural ist Fanajinu. Was wir Teetasse gesagt haben. Wir gehen runter. Al-Madrasatu, Madarisu. Schule, Schulen. Al-Masjidu, Masajidu. Moschee, Moscheen. Al-Daqiqatu, die Minute. Daqaiqu, Minuten. Qala, er sagte. Qalet, sie sagte. Und hier haben wir den Ta. Ta'ut-Ta'nis, das weibliche Ta, was für weiblich ist sie. Sie sagte. El-Mindilu, Manadilu, Taschentuch, Taschentücher. El-Miftahu, der Schlüssel, Mafatihu, die Schlüssel. Abyadu, weiß. Ahmaru, rot. Akhdaru, grün. Aswadu, schwarz. Azraqu, blau. Asfaru, gelb. Und somit sind wir fertig mit dem Unterricht. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.